ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Der Gianni Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergiswil und fundierter Kenner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Spannend! Am Samstag trifft Willisau auswärts auf Freiamt. Am 24. September hat Willisau gegen Freiamt noch hoch 12 zu 23 verloren und das daheim. Die Rechnung ist offen. Hergiswil trifft daheim auf Schattdorf und Krieseren ebenfalls daheim auf Einsiedeln. Wer gewinnt? Der Gianni meint. Nächster Kampf: Hergiswil gegen Schattdorf. Was ich vorher gesagt habe, ist jetzt ein Wort für Hergiswil auch. Sicher, klar, Hergiswil jetzt ist dritter für 9 Punkte, aber auch sicher dabei ist für das Halbfinale und sicher starke Mannschaft aufstellen. Deswegen, wenn wir diesen Kampf gewinnen, gegen für Schattdorf ist es hundertprozentig schon dabei für das Halbfinale. Dort ich schätze, für Hergiswil gewinnen mindestens 3-4 Punkte Differenz. Kriessen gegen Einsiedeln. Der Einsiedeln ist fast gegen viel Verletzung und alles nicht passt. Und fast eigene Liga haben. So muss ich sagen. Es ist schon stärker wie Nazi B, aber es ist nicht genug stark für Nazi A diese Jahre. Letzte Jahre haben viel mehr Chance für Einsiedeln, aber leider diese Jahre ist nicht so große Chance. Und was ich weiß, ist, Kriessen wird gewinnen für Vorrunde. Und dann wird gewinnen, das ist schon klar, muss für den Einsiedler auch schon gewinnen. Und dort war er relativ hoch, gewinnen für PS. Und jetzt kommt für den besten Kampf Freiamt Willisau, was ist sicher sehr interessant. Jetzt Willisau, was ich gesehen habe für die ganze Saison, die letzte Woche gegen für Hergiswil, steht für die erste Mannschaft. Bis jetzt, wir sind die stärkste Mannschaft sind, aber jetzt glaube ich, immer stärker geworden für Willisau. Immer weniger verletzt und es wäre vorher verletzt, auch in besserer Form. Ich würde schätzen, 51 für 49 für Freiamt. Etwas für keinen Vorteil, aber das ist genau gleich wie letzte Woche Willisau gegen Hergiswil, ist alles schon möglich. Vielleicht unentschieden. Unentschieden, auch schon wenig. Aber es ist normal, ganz wenig Chance. Das heißt, wir jetzt schon wieder haben eine sehr spannende Runde. Und wenn wir jetzt nur 3 Runden haben, dann schon kommt für das Halbfinale. Und das ist immer enger geworden. Die Einzelmannschaft muss richtig gute Resultate bringen. Hergiswil gewinnt gegen Schattdorf und Krieseren gegen Einsiedeln. Spannender, 49-51% für den Sieg von Freiamt gegen Willisau. Das meint der Gianni. Und was meinst du? Sag uns die Meinung auf Facebook oder YouTube. Stichwort Ringen Telenapf. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.